Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Sims 4 Werwölfe. Oh, Michael möchte malen mal wieder. Ja, schön. Dann lassen wir das mal. Ja, Leute. Ich war schon fast am Überlegen, ein Infovideo rauszuhauen, dass ich momentan eine Pause mache von Die Sims, weil mir fällt echt absolut nichts ein. Es wird immer schwieriger für mich, neuen Content. Neuen Content noch zu machen. Aber ich versuch's einfach mal. Ich habe mir jetzt mal was rausgesucht, was wir heute machen können. Und zwar besuchen wir heute jemanden. Aber das werden wir dann nachher dann schon sehen. Warum heulst du denn eigentlich die ganze Zeit, wenn du malst, Michael? Oje, die Wut. Oh je, es kommt wieder ein Scherzanruf. Kannst du rudern? Mach mal auflegen. Hey, warte, möchtest du denn nicht? Klick. Okay. Nee, keine Scherzanrufe heute. Schön. Cool, dass das geht. Daryl? Hat das Spaß. Oh, Tina. Ach nö. Ach nö, Tina. Mano. Tut mir leid. Können eh gerade nicht. Mach mal Jagdtrupp anführen mit Tina. Nee, das machen wir nicht. Trübsinniges Heulen. Und dann kannst du noch mal ein bisschen mit ihr quatschen. Geht das jetzt wieder? Ja, geht. Über Ängste reden kannst du aber mal mit ihr machen. Mut bewundern. Oh, sehr traurig. Warte mal. Entschuldigung, aus Tiefe heraushelfen. Auf jeden Fall zu schnell vorgeprescht sein. Lotteriestimmung können wir mal teilen. Schickte Entschuldigung, machen wir mal. Wüten und toben? Nee, Tina, du bist nicht so. Ach, Mann, auch Schimpfenproduktion. Leben als Werwolf reden. Ja, es ist halt einfach nicht so leicht. Ui, Michael. Du möchtest die Mülltonne treten. Was ist denn los jetzt? Was ist denn das? Moment, was war denn das zweite hier? Plötzliches Verlangen. Tina? Tina? Wo bist du denn? War das jetzt so traurig, dass wir nicht beste Freunde werden, oder wie? Ach man. Ach, ich wünschte, da gäbe es was anderes. Ja, Werwolf naturell. Braucht sofort was zum Essen. Haben tun wir ja nichts, oder? Im Inventar? Nee. Hätten wir jagen müssen. Okay, mach mal ein bisschen. Ach, Mann, oh, Tina. Ist das alles wegen uns? Das wollte ich nicht. Oh, Mann. So, komm, red noch mal ein bisschen mit ihr. Tag verschönern, komm schon. Ach, Manu, das kann doch echt jetzt nicht alles wegen uns sein, oder? Ist doch auch nicht so schlimm. Aber man kann halt in dem Spiel nur einen besten Freund haben. So. Aus Tief heraus helfen nochmal. Tina bejubeln. Mitkochen. Suchen auf zum Muntern. Angenehmes Gespräch haben wir schon mal. Jetzt ist sie glücklich. Ah, cool. Schön, schön. Was ist das? Mitkochen. Hm.
Ah, du mischst da Blümchen rein, oder wie? In den Sud. Aber eigentlich wollte ich doch was anderes machen. Michael denkt über Krabben nach. Was ist jetzt? Ja, komm. Eigentlich hätte sie den Entspannungshut gebrauchen können, aber okay, ist egal. So. Eine unglaubliche Geschichte nochmal. Was haben wir denn noch? Moment. Mir mal parodieren. Schön. Inspiriert. Das ist gut. Freaky Yibs. Hypnasu. Okay, sie geht. Alles klar. Dag. Gut. Dann können wir das machen, was sie eigentlich vorhatte. Und zwar, ich wollte doch jemanden besuchen gehen. In Evergreen Harbor. Ich hoffe, die Person ist noch da. Ja. Und zwar, wir gehen heute mal zu Selene. Mal schauen, wie sie so lebt und was sie so treibt die ganze Zeit. Man sieht sie ja eigentlich schon länger nicht mehr. In Moonwood Mill vor allem. Okay. Oh, Selene ist wütend. Lustige Geschichte mal erzählen. Wir hier? Torben! Hey, Shabo! Hallo, wie geht's dir denn? Du machst dich ganz schön rar, Mädchen. Stehen sie angezogen zu fühlen? Nee. Aber mach mal Türklopfen. Könnte das ganze Haus dir oder nur ein Stockwerk? Verspielt. Und können wir eigentlich... Nee. Sie hat immer noch nicht die meisterliche Transformation. Können wir dich beruhigen? Schauen wir mal. Ich verstehe euch aber gut. Trotz der Wut von beiden. Schauen wir mal, Michael. Komm rein, okay. Zu den beruhigen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Was? Barco ist gestorben? Oh. Okay. Selene haut gerade ab und knurrt, oder? Nee. Schauen wir mal, wie lebt sie denn hier? Ja, irgendwie ziemlich trostlos. Ich meine, schön großer Raum. Da könnte man was draus machen. Ach so, zweites Stockwerk gehört auch noch hier. Oh je, da ist ja auch nichts. Keine Bilder an der Wand. Oh, da ist ja gar nichts los. Und alles so grau und beige. So, schauen wir mal. Ach, hier ist noch ein Essenstand. Ich glaube, Michael hatte eh ein bisschen Hunger, oder? Ja, ja. Bestell dir mal was. Eine Auswahl. Nee. Essen bestellen. Pizza, Salami, Schokoflakes, Keks, Brezel, Fischsuppe. Oh ja, wieso nicht? Michael mag ja Fisch. In allen Variationen. Ach komm jetzt, Michael. Die kennen wir doch auch noch nicht, oder? Mareike Jakob. Nee. Aha, Steinbruch. Da lebt sie also. Das ist auch keine besonders schöne Gegend. So, hast du die Suppe schon? Ja. Und, ist die gut geworden? Normal, oje. Oje, da erzählt sie. Wer kommt da? Geronimo, jawohl. Und geht wieder. Naja, okay. Oh. Michael kann das jetzt herstellen. Beziehungsweise kochen.
Jude Kampol. Lumbic Jarl. Über Kräuterkunde reden? Rina! Kämpfen üben machen wir nicht. Irgendwelche Gerüchte können wir machen. Ach, Selene ist auch so super. Sie schaut auch total lieb aus. Sie mochte ich schon immer. Oder Leute, was haltet ihr von Selene? You're big. Wilf Annoy. Narva. Kameem. Blashu. Swande Schwema. Tja. Aber was machen wir denn jetzt? Allzu spannend ist es auch nicht. Auch so eine seltsame Gegend hier. Warte mal, ich bleib lieber bei Michael. Nicht, dass er wieder Quatsch macht. Man kennt ihn. Ja, backen tut er ja auch. Oje. Kleiner Schelm, hä? Verobi Sabino? Chinabs? Balafor? Buma Schmiesne? Was ist das hier? Angst besiegt. Angst besiegt? Okay, das wollte ich ja sowieso machen. Hast du mit ihr über... Ah, nee. Ach, keine Ahnung, was ich da wieder gebaut habe. Moment mal. Über Ängste reden, habe ich das gemacht? Bei Tina, oder? Ja, genau. Mei. Ach, kein Hirn mehr. Was ist das? Mit Nadja plaudern. Okay. Und Selene angelt jetzt wütend. Na, ob da in dem See irgendwas Schönes drin schwimmt, ich weiß auch nicht. Hier gibt's so Enten. Ja, gut. Angelplatz gibt's hier auf jeden Fall, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Michael, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Okay. Michael? Magst du auch ein bisschen mit Selene angeln? Zusammen angeln mit Selene. Mike ist auch in der Nähe. Genau, geht mal angeln da zu zweit. Na, wie gesagt, kein besonders schöner Ort. Und... Ehrlich gesagt, gehen mir jetzt auch schon wieder die Ideen aus. Ja, Leute, das sage ich jetzt am besten gleich hier im Video dazu. Ich denke mal, ich werde wirklich eine Pause machen. Eine Spielpause. Ein Apfel hat er. Ja, kann man verkaufen. Und ich werde mir dann überlegen in der Pause und ein bisschen was zusammenschreiben, was ich so machen kann mit Michael und wie es so weitergeht. Aber wie ich in der letzten Folge schon, glaube ich, erwähnt habe, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was könnte man mit Michael noch machen, was könnte man erleben, was könnte man uns anschauen zusammen, dann teilt mir das bitte mit. Das wäre echt sehr lieb von euch. Dann, wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr. Aktuell. Vielleicht ist es einfach so, vielleicht machen wir einfach eine Pause. Obwohl meine Videos momentan echt gern und viel geschaut werden im Vergleich zu noch vor 2-3 Wochen. Deshalb tut es mir auch leid, aber ich habe einfach keine Ideen momentan. Und ein anderes Let's Play ist auch so eine Sache bei mir. Also ich bin ziemlich eigen, was Spiele betrifft, und ich habe momentan nichts, wo ich sage, das könnte ich Let's Playen. Ja, das liegt halt auch ein bisschen an meiner Psyche. Die ist halt auch nicht die stabilste, sage ich jetzt mal kurz, ohne da jetzt ausschweifend zu werden. Genau. Und da muss ich halt schon irgendwie schauen, dass es ein Spiel gibt, was ich mir vorstellen kann. Und da ist halt momentan nicht sehr viel dabei. Und meine Interessen sind auch momentan ein bisschen andere. Genau. Aber da möchte ich jetzt auch nicht so weit ausholen. Aber da ist ja schon mal Bescheid wisst. Also wenn morgen und in nächster Zeit keine Videos kommen, dann ist alles in Ordnung. Mir fällt bloß gerade nichts ein. Okay. Wir haben 9:30. Okay. Was ist denn das hier eigentlich? Tratsch. Ja, komm. Aber wieder auf zu angeln. Das ist jetzt auch nicht sonderlich spannend. Schauen wir nochmal. Was können wir noch machen? Eine Bar haben wir noch. Wen haben wir denn hier? Das Packer, die Greenbergs, die T.
Tinkers, da ist niemand zu Hause. Beste Freunde auf Lebenszeit. Mit denen hatten wir auch noch nie was zu tun, glaube ich. Mit Summer und ihrem Kollegen. Brightchester bringt uns nichts. Uni, Glimmerbrook. Was war denn hier noch? Mit Charm haben wir auch nicht so viel. Tomax und Endo. Solani. Wer wohnt denn auf Solani aktuell? Ein Garter. Ah ja, genau. Oh je, aha. Ach, der hat keinen Namen, immer noch nicht. Braun. Ach, Detlef Braun wohnt hier oben. Kialoa. Und hier? Ach, Mike. Ach ja, stimmt, deshalb ist der immer so oft da. Strangerville, wer wohnt denn in Strangerville aktuell? Cahill, ach, der wohnt jetzt hier oben. Roswell, Teheura, Al-Habib, Michael Bell, ja, das hat auch nichts Interessantes. Del Sol, das wird, glaube ich, auch immer leerer, oder? Fleming, Bailey Moon, oh mein Gott. Touré, Breuer, und das war es auch schon wieder. Brindleton. Das ist auch schon so ein Pre-Made-Household-Ding. Riddlesticks. Vikings. Ach, hey, hier haben die einen Haufen Viecher. Oh Mann, Paulus. Delgato. Auch ein Haufen. Forgotten Hollow. Ja, da waren wir vor kurzem. San Myshuno. Da wird halt auch nichts Neues mehr sein, oder? Benali und Acosta, Young, Feng, Hermanns, Morita und Pisas, Iona und Karaoke-Legende. Wer ist denn Iona? Ach so, sie da, genau. Die Freigeister, Vasoya und Löra, Beda. Windenburg, Ogawa, Mansch, Fires, Villarreal, Bjergsen, Wagner, Bros, Party People, Bär, ganz alleine, Chopperer wohnt da mittlerweile. Schauen wir mal in den Orten hier, wie es da noch gibt. Achso, ja, da habe ich keine Wohngebiete. Newcrest. Wer ist denn hier eingezogen? Palm, Padilla, Basu, Morita, Ono, Schwarz, Parata. Ja, das sind lauter so random Sims irgendwie. Und wen haben wir da? Markovic, achso. Hawata, so ein Viech, okay. Kalientes, die sind noch so. Goldblume, Landgrab, Schwarz, Ushida, Lambert, so Geist, Mitbewohner, Salvani, Steffens, okay. Willow Creek, was haben wir da noch? So als letztes, so als abschließende Maßnahme sozusagen. Spencer Kim Lewis, Basu. Er hatte so No-Names hier, Grusels. Okay. Haushalt Electric Arts. Oklo. Yamasaki. Niesen. Lea ist nicht da. Trivedi. Silversweta und Famoana. Okay, alles klar. Gut, wir gehen jetzt mal nach Hause. Und dann werde ich mal die Folge beenden. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen, Leute, und ich hoffe auf euer Verständnis für die kommende Pause. Ja, mir bleibt halt leider nichts anderes übrig. Aber ich werde mir Gedanken machen, auf jeden Fall in der Zeit, wo ich nicht aufnehme. Huch. Und genau, und dann sehen wir uns dann hoffe ich auch bald wieder. Vielleicht auch mal wieder in den Kommentaren, das wäre echt schön von euch, wenn wir uns da auch mal öfters sehen würden. Okay, dann Leute, macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao. Und
Servus.